Ach ja, Freunde, Fire Emblem Freehouse schon wieder. Ja, also mittlerweile, ich bin das Spiel so sehr am Suchten. Ich habe, glaube ich, irgendwie einen Vorrat für 3 Monate. Eigentlich ganz, aber 2, 2,5 Monate sind schon und das ist doch eine Menge. Aber es macht ja auch so verdammt viel Spaß. Du kannst so viele Dinge tun. Es ist gar kein typisches Fire Emblem Spiel, etc., etc. Man hat ja schon alles sehr viel erwähnt, was das Spiel so einzigartig macht. So. Jetzt, wir für unseren Fall, was wollen wir noch alles tun? Ich würde sagen, wir machen, ja, ich meine, hier bringt es nicht groß, irgendwas noch zu machen. Wir haben sowieso kaum Geld. Insofern, Examen machen bringt auch nichts. Wir wissen ja, dass Edelgard, theoretisch könnte sie es ja machen zum Wyvern-Ritter. Problem ist nur, von letzter Folge, müssen wir ihr Fliegen, ist nicht ganz hoch genug, das rein nicht ganz. Könnte Richard warten, bis sie zum Krieger wird. Das wäre auch eine Option, die man vorstellen könnte. Aber wie ein Ritter, irgendwie denke ich mir so, ist doch, glaube ich, geiler. Wobei, na, mal gucken, wenn es soweit ist. Theoretisch kann man auch noch neue Siegel kaufen, dann ist auch wieder alles geil. So, aber heute Kampf habe ich auch nicht so Bock. Muss ganz ehrlich zugeben, wohl hier, ob es in einer Kampf noch drin läge, aber vom Level her vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich habe noch ein Trauma von der letzten Folge, bzw. der vorletzten Folge mit den Monstern. Von der Sotis Side Quest und deswegen, Seminar, ne, auch nicht. Wir machen Erkundung. Und zwar aus dem Grund, ich will heute endlich mal Felix rekrutieren. Gut, das ist das gleiche, was zu sagen hat. Denn ich habe mir einmal so überlegt, ja komm, anstelle, dass du halt offscreen da rumwatschelst und Item farmen gehst, was sowieso jetzt nicht mehr gehen würde, habe ich am ersten Wochenende getan vom Monat, versuche mal so ein paar Kombinationen, weil ich habe jetzt wieder 7, sag jetzt mal, Aktivitätspunkte, die ich ausgeben kann diesen Tag und dann mal ein bisschen probiert und so, was da ansteht bezüglich Edelgard und natürlich auch Dorothea, den Support zu erhöhen, ja, und auch versucht da mit Felix den Support zu erhöhen und so. Dabei fiel mir etwas auf. Der gute Felix, wa? Ganz kurz gucken, wir sehen doch eigentlich, das sind nur unsere eigenen Einheiten, ist klar. Aber ich müsste ja irgendwo. Wo war jetzt das schon wieder? Irgendwo sehe ich doch, oder sehen wir uns ja gerade nicht mehr. Ja, hier sehe ich zwar das, ich dachte irgendwo sehen, dass seine Werte spezifisch, aber okay. Reicht eigentlich auch. So. Felix, Level 17, Söldner, und ich habe mal so überlegt, was könnte der Grund sein, wieso ich damals eigentlich relativ problemlos den guten Raphael rekrutieren konnte. Also problemlos, er muss natürlich schon da auch Support-Rang C haben und so, klar. Und hatten wir ja, wir hatten auch das mit der Rüstung, auch irgendwie auf C oder D, also sogar noch tiefer als jetzt momentan mit Michael. Und trotzdem, wenn wir jetzt zu Felix gehen würden, kann ich auch versprechen, es würde immer noch nicht funktionieren. Und das, obwohl ich Geschwindigkeit über 20 habe. Und ja, Fähigkeiten Schwert auf C. Was könnte der Grund sein, wieso es mit Felix immer noch nicht klappt? Obwohl ich ansonsten. Eben, war da damals bei Raphael Stärke, Rüstung, Support Rang C hat auch geklappt. Mit Felix klappt es momentan nicht. Warum? Ganz einfach deswegen, weil Felix auf einem höheren Level ist als Raphael. Höheres Level bedeutet eigentlich zwangsläufig auch, dass er ein höheres Waffenlevel hat. Und ganz ehrlich, warum sollte Felix sich uns anschließen? Wenn man es doch ein bisschen überlegen möchte. Warum sollte er sich uns anschließen, wenn unser Waffenlevel auf C, was er ja eigentlich von uns gerne haben möchte, tiefer ist als sein eigenes? Das ist so die Überlegung, die ich hatte. Beziehungsweise haben wir überlegt, könnte das vielleicht sein, dass es daran liegt? Und haben dann mal gedacht, okay, ich kann einfach mal so. Genau, das einfach mal ein bisschen vorbilden. Sprich, werde bei mir noch ein bisschen das Schwert boosten. So. Was ich auch noch machen muss, ist ganz klar, die Axt muss auch noch hoch, wissen wir. Wenn ich schon mal hier bin bei Sid, kann das auch noch machen. Achso, da kann ich auch noch Schwert bei ihm. Moment mal, ich kann ja vorbilden immer nur einmal. Moment, bevor ich jetzt hier irgendwie ein Mist labere oder sonst mache, Schwert. Okay, kann ich bei Catherine auch noch machen. Gut, mache ich nachher bei Catherine, bei ihm mache ich jetzt mal die Axt noch.
Achse doch gerne auf D plus, aber ich guck mal, was wir überhaupt noch hinkriegen. Ja, wo Manuela ist, wissen wir ja. Die ist immer hier unten. So. Vorbildung. Ja, genau, einmal das Schwert. So, jetzt sind wir auf C plus. Ist natürlich die Frage, hat Felix bereits sein Waffenlevel im Schwert auf B? Level 17? Unwahrscheinlich, wa? Vor allem wenn man es im Vergleich damit, wie Ingrid zu uns kam nach Mercedes mit ihren Waffenleveln. Man kann aber davon ausgehen, dass alle Waffenlevel ungefähr mehr oder weniger gleich sein dürften anhand der Level, die sie schon haben. Und deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, jetzt wo ich auf C plus mit dem Schwert, müsste sich Raffel uns anschließen. Nach ein paar Samenpflanzen. Machen wir alle Farben hier, wa? Pflege, nehmen wir irgendetwas Teures. Knochenmehl verstreuen, pfleglich stutzen, machen wir Knochenmehl. Ich weiß, es ist teuer. Aber das Geld lasse ich mir jetzt lohnen. Sag jetzt mal. So, Alois, der war glaube ich auch der mit der Axt. Damit warte ich jetzt aber noch, weil ich nicht genau weiß, ob ich nachher noch überhaupt genug Punkte habe. Dann das ein oder andere eigentlich noch machen wollte. An diesem Tage. Okay, kann ich mich direkt gerade aus. Sehr gut. Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich wieder mal durch? Hallo? Wie unhöflich. Keswin, die Vorbildung. Aha. Doof, haben wir schon gemacht. Muss ich gar nicht machen. Nee, Felix, Felix. Wo ist er? Ich bin gerade irgendwie durcheinander. Felix? Felix? Wo ist er? Wo ist Felix? Felix, bitte kommen. Felix, bitte kommen. Felix, bitte kommen. Felix, bitte melden. Mayday, Mayday, Mayday. Wo ist er? Felix? Ah, doof. Mann, ist doch immer hier. Jo. Ist sowieso gut. Turnier empfangen. Wollte sowieso noch Ruben antreten lassen. So. Jetzt haben wir eine Quest für uns. Ein Übungskampf, weiß nicht können. Ja, wir kriegen so ein bisschen was, aber jetzt haben wir keinen Bock drauf. Rekrutieren. Nehmen Sie jetzt dran teil oder nicht? Felix ist dabei! Yeah, Mann! Ja, Freunde! War also doch so, wa? Denn Felix, wir gucken uns gleich mal an. Ich wette es auf C+. Ja, schwer C+, seht ihr? Warte, ja noch. Faust auf C+. Vernunft. Seine Secret-Fähigkeit der Vernunft, super. Seine Werte, Stärke, super. Geschwindigkeit, jo, passt. Der Rest, ja, gut. Panik hätte gerne ein bisschen mehr bei ihm, der Rest kann von mir aus so bleiben, da ist nicht so wichtig. Eins haben wir Wolf, ist kein Bataillon zugewiesen und beträgt die Bataillon an 0 bitte um 5 erhöht! Okay, er kriegt niemals ein Bataillon. Passt aber. Der scheiß Waffen. Müssen wir mal ganz kurz hier, also Felix, das geht mal so jetzt gar nicht, wa? Felix ist dabei, Freunde! Felix, Felix! Ganz kurz lagern, Heilmittel fährt auch mal noch, so. Silberschwert kann er noch nicht führen. Ja, verstehe ich jetzt. Irgendwie ein bisschen Stahlschwert. Jetzt kann auch keinen zu kaufen. Das ist irgendwie von jemandem, der es sowieso nicht mehr braucht. Edelgard. Warte mal. Doch, komm, nehmen wir ein Stahlschwert von ihr. Ein Panzerbrecher aus dem Lager. Könnte noch gut irgendwie so ein Item gebrauchen. Trefferwahrscheinlichkeit erhöht. Oh. Fehlt keine Erfahrung. Ja, nee, das ist eigentlich. Ja, fehlt noch ein paar Dinge, wa? Ein paar gute Items. Sonst noch so, KP maximal erhöhen. Nee, Stärke dauert erhöhen. Bewegung dauerhaft, dass man noch schneller wird. Ja. Lassen wir doch mal so, wa? So, Freunde, Felix im Team, wie geil. Zieh dir ganz kurz angucken, Edelgard. Ja, eben so war momentan kein Schwert mehr, das ist so.
Felix, 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 du hast echt Schwert und Faust. Warum? Warum die Schwert und Faust, auf mal fragen. Du wirst sicher kein Held werden, weil dafür brauchst du die Axt. Schwertmeister, ja, das habe ich eigentlich so im Sinn gehabt. Was gibt's mit der... Krieger? Nee. Ringer, hä? Okay, crazy, was die teilweise so mit welchen Werten die daherkommen. Was gibt's eigentlich als Ultima-Stufe? Der Schwertmeister kommt... Totenpriester. Mit Schwert und Magie, so klassische Magie einsetzen. Vernunft, genau der, der bei ihm so schwach ist. Ja, danke schön. Erzritter. Hä? Der hat sonst gar nichts mehr. Kriegsmeister. Ah, deswegen die Faust. Okay, irgendwie die Ultima-Stufe finde ich ein bisschen schwach. Was man da hat, mein Wyvern-Lord, ja. So mit dem Falkenritter, der ist nur die Frauen, das weiß ich auch soweit, aber. Pff. Toten, ja, wird, scheiße, da zum Totenpriester. Irgendwann. Okay. So oder so, was wir wissen, er braucht Schwert erstmal. Deswegen Fokus auf Schwert legen, den Rest lassen wir noch weg. Alles weiter kommt dann, wenn es soweit ist, weil eben. Wobei Schwermaß braucht er nur B, da heißt er das sowieso schon bald. Gut, Freunde. Wir haben Felix im Team. Geil. Jetzt machen wir Schwarzmagie-Turnier. Hey, wieso kann er nicht? Ach so. Ja, gut, ja, macht Sinn. Komm, sie überschlägt aber trotzdem gerne. Ja, dann mach Doof hier. Die wird ordentlich reinhauen. Alter. Sehr gut, sehr gut. KP heilen, nee, noch nicht nötig. Aber gerade, was haben die eigentlich noch für Magier aus anderen Häusern? Sind bei den blauen Löwen und goldenen Hirschen gute Magier? Viertelfinale. Er hat normalerweise Crit 8. Ich wette mit euch, der könnte. Ja, Problem ist. 29, 36. Wenn sie aber einmal nicht trifft, dann er natürlich. Na ah, gut, ich versuch's trotzdem. Komm. Okay. Ja, hätte auch schief gehen können. So, hier muss ich mal ganz kurz heilen. Ansonsten müsste auch sie das jetzt locker schaffen. So, Halbfinale und auf zum Finale. Magierin, okay, da heilen wir natürlich ganz kurz. Sagittai hat die drauf. Wieso muss ich da mit Feuern drin, wenn die mit Sagittai kommt? Wer weiß, weil Dorothea noch ausgerüstet ist. Sehr gut. Dorothea, du machst dich. So. Das ist jetzt du auch, wahr? Was? Die können auch mal antreten? Ja, ich hab doch schon ein Schild, oder nicht? Moment... Raff... wo ist er? Ah, hier. Warum hab ich ein Silberschild bekommen? Da macht doch keinen Sinn. Lalalala. Hm. Egal. Silberschild ausgerüstet. Sehr gut. Jo, Michael, kannst du da.
Generell Stallschild wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir ganz ehrlich sind, aber ich würde den lieber Felix geben, für den Fall der Fälle, dass er überhaupt braucht. Ich muss ihn nicht ausrüsten, wenn ich sein muss. Vielleicht trotzdem die Eisenpanzer geben, falls irgendwie mit dem Schwert nicht klappen sollte. Ja, das wäre noch sinnvoll, wa? So, Level höher, dann kannst du das Silberschwert führen. Okay, okay. Muss irgendwann Schnitte reparieren, wa? Schon wieder. Schmieden, Schmieden, nicht Schmieden, sondern reparieren. Gerne. Und zwar, nein, da haben wir es schon gemacht. Dieser Kral plus ein Silberbogen, da ist alles soweit cool. Bei Raphael stimmt's auch noch. Ingrid, bei dir, Meißel haben sie doch zwar gerne repariert, geht's überhaupt? Jo, okay. Da war's logischerweise nix. Bei dir schnitt er gerne. Alter. Sind noch teuer. Ja, 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 ja. Hä? Hey, nicht bei dir. Ja, du mich auch, auch. Wo ist denn? Doch irgendwo. Also, ein Goldbeutel. Dann weiß ich ihn gar nicht, krass. Arigato gozaimasu! Ah, nein, reparieren. Gut, bei dir schwere Schöpfe, das geht eh nicht, weil dafür aber noch ein Dunkelmetall. Okay, muss auch ein bisschen sparsam sein mit der Waffe. Wo haben wir sie? Petra, da muss ich im Schnitt ein bisschen vorsichtiger sein. Mädchen. Sehr teuer, ey. Ja, ja, du mich auch. So. Axt, Axt, wo ist Alois? Hier ist Alois. Die Axt müssen trainieren. Bei CTF aber bereits. Bei Gilbert können die Axt noch trainieren, wa? Ah. Ja, schön für dich. Die Axt. Sehr schön. Also ich habe noch 2 Punkte übrig. Jetzt ist die Frage, Freunde, was machen wir mit diesen 2 Punkten? Wenn wir uns mal noch unseren Support-Rang ansehen, wie ich schon mal erwähnt hatte, ich würde den mit Dorothea eigentlich auch, ja, wobei, man muss ja auch mal so sehen, wir sind erst Kapitel 9. Das spielt garantiert so um 20 Kapitel rum. Und ja, also dafür kann man jetzt Rang A noch ein bisschen warten. Aber Edelgar mit Rang B würde ich jetzt gerne doch ein bisschen mal fokussieren. Dementsprechend ist jetzt die Frage, wir haben hier irgendwie sowieso etwas Seltsames, irgendein seltsamer Event, heute das Ritter- und Magister-Treffen. Wo natürlich... Ja. Was natürlich jetzt nicht teilnimmt, unser guter Edelgard. Die Frage ist... Leonie wäre auch eine Kavallerin, ne? Ich überlege gerade irgendwie, ob ich vielleicht Leonie bei Gelegenheit auch noch rekrutieren sollte. Vor allem natürlich auch für Notfallsituationen, weil man weiß nie, wenn man vielleicht mal eine Einheit abkratzt und so, dann wäre ein bisschen scheiße. Edelgard, ja, aber was ist da? Happy drauf und so, dann mache ich Kesswin mit Leonie. Warum eigentlich nicht, komm. Ja, das finde ich eben auch. Schöne, schöne Punkte. So, was ich jetzt noch machen würde, wir haben... ein paar Geschenke bekommen, beziehungsweise gefunden, da im Garten. Im Gewächshaus wohl eher. Hier ist sie auch nicht drin. Okay, ich hätte es eher gesagt, dass eine Teestunde mit Bernadetta, Mann, mit Edelgard starte. Da ich aber letztens ein bisschen Pech hatte, diesen ganzen Antwortmöglichkeiten und so, will ich diesmal auf Nummer sicher gehen. Ich habe deswegen jetzt endlich mal eine Liste zurate gezogen.
wo dann ein paar Antworten draufstehen. Ich hoffe, es sind die richtigen. Und ich würde gerne noch einen Tee kaufen, der ihr munden könnte. Keine Tee-Dinger. Ja. Die Frage ist, welcher Tee. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, welcher Tee überhaupt gut wäre. So, wo ist sie? Edelgard. Hallo? Ist das ein Verarschen? Edelgard. Das ist gar nicht mehr. Das ist gar nicht in der Liste drin. Ernsthaft jetzt? Okay, wollen wir ganz kurz, Leute, dann müssen wir mal ganz kurz neu recherchieren.